Hegels Wirkung, wie Sie gehört haben, war enorm. Die beiden Denker, die wir jetzt heute behandeln, zeigen das in seinem eigenen historischen Umfeld. Ludwig Feuerbach, gebürtiger Landshuter, die Landshuter sind stolz auf ihn, und ein Däne, Søren Kierkegaard. Beide Religionsphilosophen, also beide in einem Bereich tätig, den wir bei Hegel nur ganz kurz gestreift haben. Ludwig Feuerbach, der Mensch ist, was er ist, kennt jeder. Steht in fast jedem Poesiealbum. In deinem auch, Harry? Nee, ich hatte keins. Mir hat man keins überlassen. Kein Poesiealbum? Nein, nein, nein. Diese berühmt-berüchtigten Sprüche sind alle an mir vorübergegangen. Ja. Was hältst du denn von Feuerbach? Tja, der arme Mann, würde ich sagen. Als Theologe angefangen, ja, und dann als ein unglaublich scharfer Religions- oder eigentlich Theologiekritiker und Religionskritiker aufgehört. Stimmt. Jemand, der unglaublich unter seinen, ja, der darunter gelitten hat, dass die Vorstellungen, die er, die Ideen, die er entwickelt hat, so völlig zur Zerstörung seiner akademischen Laufbahn geführt haben. Ja, also er hatte es wirklich schwer. Also er war akademisch abgemeldet durch seine, ja, Religionskritik. Und er hat auch furchtbar viele Schwierigkeiten ökonomisch gehabt. Ja. Also er hat, wenn man in heutiger Terminologie reden würde, des Öfteren Pleite gemacht. Ja. Aber gut, wir wollen jetzt nicht den armen Kerl, des armen Kerls wegen loben, naja, sondern... Aber du weißt ja, dass ich immer ein großer Fan von der Vorstellung bin, Philosophie hat was mit der Person zu tun, ja, die für diese Philosophie steht. Und ich, ja, glaube, man kann nicht so... Ja. Also gerade Feuerbach sollte man schon deswegen... wie ich finde, bewundern, ja, weil er hat alles dran gegeben für, ja, seine Vorstellung davon, wo er sagte, das ist richtig. Ja. Und er hat auch ganz klar gesagt, was seiner Ansicht nach falsch ist. Und Religionskritik ist in der heutigen Zeit ja fast der Normalfall. Religion wird gnadenlos kritisiert, immer und immer, immer, mhm, wieder und teilweise fair, teilweise unfair. Aber Feuerbach hat eine saubere, wie ich finde, saubere philosophische Diskussion, ja, mit dem vorgenommen, was man im Allgemeinen unter Religion versteht. Ja, ja. Also er gehört zu dieser hegelschen Linken, nicht dieser, jawohl, materialistischen. Jawohl. Und deswegen auch dieser Spruch, der Mensch ist, was er ist. Was er ist. Ja. Aber was ist nun eigentlich das Interessante religionsphilosophisch an ihm? Ich meine, er hat übrigens sich mit dem Leben Jesu beschäftigt. Mhm. Nicht? Er hat über das Christentum nachgedacht. Ja. Er hat die humanistische Seite des Christentums durchaus, jawohl, gut geheißen. Jawohl. Aber für ihn war das Christentum eigentlich nur Humanismus. Und alles, was theologisch dahinter, mhm, für wichtig gehalten wird, das hat er abgelehnt. Er meinte, die Menschen sind sich gegenseitig göttlich genug. Man braucht nicht noch einen oben drüber. Außerdem denken sie sich selbst ihre Götter aus. Klar, also ich meine, er hat ja Hegel kritisiert, ganz, ja, klar. Also mit seiner Vorstellung vom Absoluten war für Feuerbach klar, das ist alles Unsinn, ja, war seiner Ansicht nach, sondern alles, was passiert, hat was mit uns zu tun. Es, ja, geht um den Menschen, das heißt, das ganze Absolute, das könnt ihr euch abschminken im wahrsten Sinne des Wortes. Was bleibt, ist der Mensch und nicht dieses merkwürdig diffus absolut, es bleibt der Mensch mit seiner Sinnlichkeit, mit seiner Körperlichkeit. Ja. Philosophie muss sich am Menschen orientieren, darf, ja, sich nicht an irgendeinem Absoluten orientieren. Ja. Und damit war seine Religionskritik schon fast formuliert. Ja. Wenn nämlich Religion über das Absolute parliert, dann geht für ihn das verloren, was ganz wichtig ist, nämlich der Mensch. Und damit ist schon fast alles gesagt, was ihn auch auszeichnet, wenn man sich natürlich der anderen Seite das 19. Jahrhundert so an sich vorüberziehen lässt oder das an sich vorüberziehen lässt, was man über dieses 19. Jahrhundert alles so weiß. Diese Bigotterie, mhm, diese Doppelzüngigkeit, ja, dieses alles, was körperlich war, mhm, war ja, das hatte ja so Geschmäckle, ja, das, ja, ist ja alles nichts. Und nun kommt einer daher und spricht von offenherzig. Ja. Ja? Ja. Philosophie der Sinne. Ja. Das muss ja jemand gewesen sein, der allen Leuten, die, ja, also diese offizielle Fahne der Philosophie hochhielten, konnte denen nicht gefallen. Ja, ja. Also er war ein
Humanist, ein richtiger Menschenfreund. Ja. Hat also diese Seite des Protestantismus ernst genommen. Mhm. Aber alles, was sonst institutionell, theologisch mit dem Christentum zusammenhing, hat er abgelehnt. Ja. Aber für Marx war es offenbar nicht genug. Nicht? Er hat ja die sogenannten Feuerbach-Thesen vertreten. Das wusste ich nicht. Ja, er hat die Thesen zu Feuerbach. Und eine heißt, das war auch natürlich kritisch gegen Feuerbach, die Philosophen haben so mehr oder weniger in Gedanken die Welt versucht zu verändern. Es kommt aber darauf an, sie richtig zu verändern. Sie richtig zu verändern. Okay. Mhm. Und Feuerbach war für Marx immer noch einer, der den Materialismus nur im Kopf gehabt hat, aber der nicht den nächsten Schritt, den wichtigen Schritt tun wollte. Der nicht so richtig losließ von dem Idealismus. Und nicht richtig loslegte, sondern der immer noch in diesem bürgerlichen Denken verhaftet blieb. Naja, was blieb ihm auch anders übrig? Ja. Also er musste sich ja zurückziehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Also was wollte er denn machen? Naja. Gut. Übrigens interessant, er ist nicht der Einzige seiner Familie, der bekannt geworden ist. Ich glaube, es war sein Vater, bin aber nicht ganz sicher, der war in Ansbach Richter und hat die Kaspar-Hauser-Geschichte dann aufgeschrieben. Der hat in der Zeit da gelebt. Und ein weiterer Verwandter ist der Anselm, das war ein Maler, von dem hier übrigens in der Neuen Pädagothek was zu sehen ist. Schöne Sachen. Mhm. Also es ist schon eine illustre Familie gewesen. Ja. Aber zurück zu Feuerbach. Also er hat nach Marxens Ansicht die letzte Konsequenz nicht erreicht. Ja. Es war nur so eine Art Atheismus im Kopf, Materialismus im Kopf. Aber es ist doch schon, also da muss man sagen, hat Marx vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Jemand, der in Landshut auf die Welt kommt, dann sich in einem Milieu des 19. Jahrhunderts, Bayern war damals eine ländliche Gesellschaft, es gab keine Industrie, der konnte ja nicht einfach die Welt auf den Kopf stellen. Also ich glaube, er hat einfach ein bisschen zu viel verlangt von Feuerbach. Feuerbach ist natürlich für jemanden wie Marx ja auch ein bisschen eine Provokation. Marx denkt im System, Gesellschaftssystem, will ganze Gesellschaften total verändern, weil er eben, auch wenn er Hegel noch so kritisiert, im Grunde genommen als Hegelianer die Vision von diesem sich entwickelnden Weltgeist hat. Der Weltgeist, der sich eben bei Marx hin zu einer klassenlosen, richtig guten Gesellschaft im marxischen Sinne entwickelt. Jetzt kommt jemand daher und sagt, nee, jede Art von Philosophie muss sich auf den einzelnen Menschen konzentrieren, der mit seinen Sinnen, mit seinem Organischem da steht, seine Erfahrungen macht und das muss Philosophie erklären, dieses Phänomen und das alles, also das ist, sind ja schon mathematisch, würde man sagen, fast völlig disjunkte Themen. Ja, völlig richtig, das ist völlig richtig. Ja. Also das mit den Sinnen, also dieser Sensualismus, das hat natürlich dem Marx überhaupt nicht gepasst. Eben, das hat ihn auch nicht interessiert. Ja. Das ist ja für die Entwicklung seiner Gesellschaft völlig unerheblich, was da im Einzelnen da kreucht und fleucht und irgendwas tut, das ist völlig egal. Und das ist ja immer der Sensualismus eines Einzelnen und nicht der von der ganzen Gesellschaft. Genau, das heißt also, wir haben es mit was völlig anderem zu tun. Wenn Feuerbach steht am Beginn einer Art von Philosophie, die viel mehr die Einzelperson ins Gebet nimmt. Ja. Das ist natürlich bei Feuerbach. Nein. Aber er schaut sich jemanden an, da gibt es diese Eigenschaften wie Fantasie. Ja. Er war sogar der Meinung, dass die Philosophie im Herzen geschieht, also dass das Ich und Du sind für ihn wichtige Begriffe. Liebe spielen eine ganze... Also alles das, was lustigerweise, oder was heißt lustig, merkwürdigerweise, würde ich fast sagen, in der Religion auftaucht. Mhm. Das taucht auch in der Feuerbachschen Philosophie wieder auf, nur in einer etwas anderen Variante. Er hat natürlich von vornherein gesagt, jede Art von theologischer oder kirchlicher Struktur ist eine reine Machtstruktur. Ja. Das brauchen wir alles nicht. Ja. Ja, wir können unseren Sinn auch finden ohne Gott. Richtig. Ein warmherziger Mensch, auf den wir mal einen Schluck trinken sollten. Auf jeden Fall, Er hat es verdient. Ein sympathischer Mensch. Eigentlich ja. Ja. Das finde ich immer bemerkenswert, wenn ich beim Lesen das Gefühl habe, hier hat sich einer echt abgearbeitet an seinen Ideen. Ja? Ja. Also nicht nur so, ich habe doch mal was gemacht und das dann so abgeliefert, sondern hey, da hat wirklich jemand nicht nachgegeben, da hat ihn was angetrieben. Und ich meine, es ist schon unglaublich mutig, in der Zeit, in der er lebte, diese Themen so offen auszusprechen. Mhm. Ich meine, es ist ja nicht so, wie wenn man irgendwo mal
auf der Autobahn kurz den nackten Hintern aus dem Fenster streckt, ja, und dann wieder wegfährt. Ne? Sondern es, der war ja da, er war identifizierbar, er war derjenige, der gegen den Stachel gelöckt hat. Und er hat es deswegen auch nicht leicht gehabt. Ja. Und das ist komisch auf der anderen Seite, denn das 19. Jahrhundert ist doch eigentlich geprägt von einem systematischen Vorgang weg von irgendwelchen religiösen Themen. Denn die Aufklärung war durch, das haben wir also hinter uns. Wir haben eine Industrialisierung, wir haben eine Verwissenschaftlichung, eine Technisierung der Welt. Ja. Das heißt also, systematisch entwickeln sich doch zumindest in dem Teil des Abendlandes, von dem wir in der Sendereihe ja immer reden, entwickelt sich doch eine sehr säkulare Gesellschaft, ja, eine sehr weltliche Gesellschaft. Ja. Und trotzdem, wenn dann mal einer richtig auf die Pauke haut und sagt, hört mal, das mit der Religion ist doch alles Kappes, das sind doch alles nur Bilder von Menschen gemacht, das hat doch mit Gott überhaupt nichts zu tun, an das Absolute, da kommen wir doch gar nicht ran. Dann kriegt er aber gesagt, pass mal auf, nicht mit uns, nicht mit mir. Dann hat er Schwierigkeiten. Und dann kriegt er Schwierigkeiten. Dann haben wir den Kierkegaard. Das ist nun, also beide sind Hegelianer, von Hegel her, aber völlig anders. Ja. Der Kierkegaard ist ein Typ, den wir heute fast kaum mehr verstehen können. Also nicht weil er Däne war. Ist übersetzt worden. Er ist ganz jung gestorben, mit 42 Jahren. Mhm. Er hat zu Hause schon Hegel studiert in Kopenhagen. Und er war tief enttäuscht von Schelling. Warum? Weil er von Schelling eigentlich erwartet hat, Schelling hat damals die Mythologie wieder neu aus dem Hut gezaubert. Das ist also in seiner Spätphase. In der ganz späten Phase, wo er mit Gnostik, Mythologie, Philosophie der Mythologie sich beschäftigt hat. Aber Kierkegaard war ein richtig kompromissloser Christ, protestantischer Christ. Ja. Und deswegen, er hat ja auch Theologie studiert. Ja, Theologie. Ja, und es ist deswegen. Also, Entschuldigung, aber nicht, dass Sie denken, wir reden hier nur über Leute, die Theologie studiert haben, aber es ist so. Irgendwie scheint die protestantische Theologie das richtige Sprungbrett gewesen zu sein für alle möglichen philosophischen Strömungen und auch Gegenströmungen. Also, musste mal, also es ist nicht. Es ist halt so. Ja. Das musste mal gesagt sein. Ja, musste mal gesagt sein. Also er hat das Christentum unglaublich ernst genommen. Ja. Nun, anders als Feuerbach hat er wirklich an Gott geglaubt. Und das sieht man schon an den Titeln, die er geschrieben hat. Der Begriff Angst. Wie kann jemand, der an Gott glaubt und Christ ist, so tief überzeugter Christ ist, wie kann der Angst haben? Ja. Ja? Also Wittgenstein hat mal geschrieben, derjenige, der religiös ist, der weiß sich geborgen, der muss doch keine Angst haben. Wohl aufgehoben. Ja, eben. Aufgehoben. Ja. Nicht so Kierkegaard. Große Angst. Und dann sagt er, die Sünde ist die Verzweiflung. Und die Verzweiflung, das ist das Leben. Da kommen wir nicht raus. Mhm. Es ist ganz schwer nachvollziehbar, denn einerseits sagt er, streben wir nach uns selbst, wir wollen ganz selbst sein. Mhm. Und das ist schon mal die erste Art der Verzweiflung. Denn wir kommen nie zu uns selbst. Warum nicht? Weil wir versuchen, über uns selbst Herrschaft zu bekommen. Aber das geht nicht, denn eigentlich sind wir ja schon auch in der Hand von anderen. Das heißt, wir sind gar nicht nur allein in unserer Hand. Und wir wollen ja eigentlich als Gläubige bei Gott sein. Wir wollen ja näher zu Gott kommen. Und so ist es eine Art von doppelter Verzweiflung. Es ist fast nicht nachvollziehbar. Eine schreckliche Verdoppelung der Verzweiflung. Verzweifelt sich haben wollen, verzweifelt sich verfehlen, beides. Mhm. Und es ist bei ihm nicht so, dass der Glaube einem da Trost gibt. Im Gegenteil. Konträr zu Hegel. Es gibt keine Versöhnung. Es gibt keine Erlösung hier. Ja. Ja, es ist so, die volle Ladung, entweder oder. Ja. Ich bin erst mal froh, dass es heute keinen Filmregisseur gibt, der von dieser Sorte ist wie Kierkegaard. Also viele Filme wären ja dann also wäre der Absturz. Du würdest aus dem Kino rausgehen und würdest gucken, wo ist die nächste Brücke. Und also wahrscheinlich gehst du in solche Filme oder gar nicht. Oder ich gehe nicht, genau. Also für mich ist diese Haltung, die Kierkegaard an den Tag legt oder in die Nacht hinein, ich weiß gar nicht, wann er geschrieben hat, ist für mich grauenhaft, absolut grauenhaft. Und wenn ich dann
höre, lese und auch selber in der Vorlesung dann erzähle, dass er als einer der Begründer der Existenzphilosophie gilt, wo der Mensch in seiner Existenz sich wahrnimmt als zerrissen, hineingeworfen in ein Universum, das sich nicht weiter um ihn kümmert, abhängig von Menschen, die er nicht kennt und so weiter, anhängt an einen Gott, der ihn nicht wahrnimmt. Das ist ja also alles grauenhaft. Ja. Ja. Jacques Monod lässt grüßen, also Gant, du bist irgendwo am Rand einer uninteressanten Galaxie, die am Rand eines völlig unbeteiligten Teils des Universums irgendwie, und ob du da bist oder nicht, das ist völlig, oh, also weißt du, das ist so... Was um alles in der Welt hat der Mensch davon, nachdem er ja schon nichts dafür kann, dass er auf der Welt ist, sich dann noch damit rumzuschlagen, in was für Verhältnisse er geworfen wird. Anstatt zu gucken, dass die Verhältnisse, in die er hineingeworfen wird, gut sind. Und Kierkegaards Verhältnisse waren ja nicht schlecht. Es ist ja nicht jetzt so, dass der Mann in, sagen wir mal, am Hungertuch genagt hätte und also pausenlos sich Existenzfragen hätte stellen müssen. Also jetzt sei nicht verzweifelt. Nein, ich bin ja ein fröhlicher Protestant. Ich bin ja von der Abteilung fröhlicher Protestant. Ne? Also morgens aufstehen und erstmal Prost. Ne? Beten und dann arbeiten. Und dann los, ja, natürlich. Aber dieses Gefühl, du bist eine Art von benediktinischem Protestanten. Also sehr katholischer Protestant, ja klar. Ist in Ordnung. Das ist, aber also bei Kierkegaard, der ist ja einer der... Da kommen ja noch viele hinterher, die praktisch auf dieser Schiene die eigene Existenz zum Thema machen. Ja. Und dann auf einmal feststellen, Mensch, was habe ich denn? Ja. Was habe ich denn eigentlich? Ja. Aber ich meine, es ist wirklich schwer nachzuvollziehen. Ein Text von ihm, der hat auch viel unter, also das meiste ist unter Pseudonym. Unter Doppelpseudonym sogar teilweise geschrieben. Klimakus und Antiklimakus. A und B und so weiter. Ja. Und ein Titel heißt... Die Krankheit zum Tode. Ja. Das ist die Verzweiflung, über die ich gerade auch schon geredet habe. Und man denkt doch, das Leben ist aufgrund der materiellen Gegebenheiten, der Nöte, die man hat, nie perfekt. Das ist immer irgendein Grund zur Verzweiflung da. Ja. Aber es ist doch die Aussicht auf Erlösung. Genau. Da. Ja. Das Merkwürdige ist, diese Aussicht wird bei ihm überhaupt gar nicht. Spürbar. Also der Gedanke, dass es irgendwann mal aus diesem Jammertal rausgeht. Ja? Und er hat ja nun wirklich gegen Hegels Stachel gelöckt. Also er hat den Hegel richtig attackiert. Mhm. Aber, und das finde ich erstaunlich, es ist viel von Hegel in seinem Kopf hängen geblieben. Zum Beispiel die Verzweiflung, dieser Versuch, rauszukommen aus diesem Dreh, aus dieser Mühle, gelingt nicht aus dialektischen Gründen. Ich meine, das ist ja, du versuchst dich von deinen Fußangeln zu befreien, aber du machst es nicht richtig und stolperst weiterhin in den Fußangeln. Es wird immer schlimmer. Es wird eigentlich immer schlimmer. Ja. Das heißt, der Versuch, die Verzweiflung zu überwinden, führt zur nächsten. Ja. Das heißt, die Dialektik, diese Art von Strangulation durch die Dialektik, die ist bei ihm noch voll da. Ja. Also würdest du denn sagen, dass, ich meine, wir haben ihn ja in unserer Runde der großen Denker des Abendlandes aufgenommen, weil wir der Meinung sind, er hatte Einfluss und hat nach wie vor Einfluss. Ja. Er gilt als der Begründer der Existenzphilosophie. Und die wird im 20. Jahrhundert ja wirklich richtig stark. Ja. Also namentlich nach dem Zweiten Weltkrieg wird sie ja zu einer tragenden Säule. Wie soll man sich angesichts des Elends in dieser Welt eigentlich überhaupt noch mit irgendwas vernünftig beschäftigen? Ja. Und da sind Gedanken von Kierkegaard ja, gehen ja bei vielen, bei vielen Philosophen dann tatsächlich auch in deren Gedankengebäude mit ein. Mhm. Bleibt denn von Kierkegaard dann am Ende nur sowas übrig wie: Du bist halt als Mensch hineingeworfen in diese Welt und egal, was du tust, du bist am, fast hätte ich gesagt, mit Hans Faller da, jeder stirbt für sich allein. Das ist das Einzige, was bleibt? Oder hat er nicht wenigstens irgendwo eine Trost, also so ein Trostflästerchen gehabt, was das Christentum... Kein Trost. Gar nichts. Kein Trost. Also er ist natürlich kein Existenzialist, jetzt wie Sartre gewesen, aber... Der Begriff Angst, den hat Martin Heidegger in Sein und Zeit aufgenommen und gedeutet, nicht um dem Kierkegaard gerecht zu werden, aber er hat diesen
Aspekt des auf sich zurückgeworfenseins, den hat er übernommen und hat ihn gedeutet. Und Angst, das ist nicht Furcht. Also man, wenn man Furcht hat, dann hat man irgendwas gesehen und denkt, oh, schrecklich. Angst ist was Existenzielles. Das heißt, Angst ist eine Grundsituation, eine Art von Grundbefindlichkeit. Und das hat Kierkegaard als erster so gedacht. Und insofern kann man schon sagen, er ist der Begründer der Existenzphilosophie. Und auch insofern, als er den Einzelnen allein, ohne die Welt drumherum, in dieser Verzweiflung gedacht hat. Das ist alles wieder neu aufgenommen worden, auf verschiedene Art, bei Heidegger, bei Sartre. Also manches ist sogar eher von Sartre übernommen worden als von Heidegger. Zum Beispiel, dass Kierkegaard dachte, dass die Freiheit eigentlich aus dem Nichts ist. Weil das bedeutende Werk von Sartre, das Sein und das Nichts, da ist die Freiheit gerade aus dem Nichts kommen. Also man könnte denken, der Sartre hat den Kierkegaard ganz gut gelesen. Und insofern ist da vielleicht eine stärkere Brücke noch. Also die Angst geht schon Richtung Heidegger, aber die Freiheit aus dem Nichts und als Nichts, aus dem dann der Mensch erst was machen muss, das ist eigentlich eher Sartre. Also was ich mich bei solchen Weltentwürfen immer frage, und der ist ja nicht der Einzige, der dann im Grunde genommen mit so einer Verzweiflungsthese am Ende da stehen bleibt, ist, was sucht jemand dann? Oder wo, in welcher Art von Welt, gedanklicher Welt, kann jemand wie Kierkegaard überhaupt Trost finden? Er findet sie nicht in einer der größten Gedanken, die jemals auf dem Planeten gedacht worden sind, nämlich fürchte dich nicht. Das ist für mich die Essenz des Christentums. Fürchte dich nicht, es ist alles gut. Du bist aufgenommen in dieser Welt, es ist so wie es ist, ist es gut und es wird schon werden. Wenn er da keinen Trost findet, sondern sich dann immer noch allein fühlt, in seiner Existenz bedroht fühlt, so jemand kann doch eigentlich in keinerlei Gedankengebäude irgendetwas finden, was ihn trägt und hält. Das ist ja also so ein ganz tiefer... Tja, Verzweiflung ist mir dann schon fast ein bisschen zu wenig, denn wenn Menschen auf diesem Planeten alle so wären, oder wenn viele davon so wären, das wäre das Ende aller Möglichkeiten. Also die würden gar nicht alt. Die würden nicht alt werden, also hier wird doch Dialog, hilft nicht. Also Dialog scheint für ihn kein Thema zu sein, sonst hätte er vielleicht tatsächlich die Frau geheiratet, die er ja, nachdem er sich mit ihr verlobt hatte, hat er sie ja wieder weggeschickt, weil er sich nicht gut genug für sie befand. Was eine ganz schlimme Geschichte ist. Und viel von dem, was von ihm veröffentlicht worden ist, setzt sich ja damit auseinander, ob seine Entscheidung nun von damals richtig gewesen ist oder ob sie nicht richtig gewesen ist. So eine Sache, so ein Begriff wie Sünde. Ich meine, wo hat Kierkegaard jemals gesündigt? Er hat angefangen als Dandy, aber... Das klingt ein bisschen nach Augustinus, Also die Erbsünde ist ja im Protestantismus fast nirgendwo so stark wie bei ihm. Ja, aber das Thema ist doch durch. Ich meine, da sind wir doch schon lange drüber hinweg, würde man doch denken. Sagst du. Die Erbsünde, nicht? Diese Urschuld, aus der man nicht rauskommt. Ja, du hast völlig recht. Also du hast jetzt die Frau Olsen, Fräulein Olsen erwähnt, wie wir festgestellt haben, nicht verwandt ist mit Morten Olsen. Nein. Dem Trainer von... Der hat mal den 1. FC Köln, aber das tut hier nichts zur Sache. Gut. Also das wird gestrichen. Wird gestrichen. Das Fräulein Olsen hat ihn sehr geliebt. Man kann nicht genau sagen, wie sehr er sie geliebt hat. Weil man hat so den Eindruck, die Liebe zu dieser Frau, das war eher so ein Gedankending. Ja. Das ihn aber mehr, erschüttert als beglückt hat. Ja. Und das ist etwas, was wir schwer nachvollziehen können. Also dieses Tagebuch des Verführers. Das Tagebuch des Verführers, geschrieben von... Von einem, der das nie gemacht hat. Wirklich nicht. Also, das ist. Aber du merkst, wie man bei diesem Mann ins Persönliche gehen muss. Es hilft hier nicht mehr nur einfach, seine Schriften abzufragen, sondern man muss tatsächlich
nachlegen. Was um alles in der Welt bringt jemanden, der in guten, gut situierten Verhältnissen lebt, derartig über seine eigene Existenz zu verzweifeln? Ja, ja. Also es gab eine Familiengeschichte, Vater und so weiter. Ja. Da gibt es eine Hucke voller Probleme. Ja. Ja. Und, aber es löst, alle diese Probleme lösen seinen Fall nicht. Ja. Und übrigens, du hast vorher so ein bisschen vorwurfsvoll gemeint, es sei ihm ja ganz gut gegangen und die ganze ja. Verzweiflung war nur im Kopf. Mhm. Erstens mal ist natürlich Verzweiflung im Kopf schon genug. Ja, natürlich. Gottes Willen, das will ich damit nicht in Abrede stellen. Sein Vermögen war exakt mit dem Tag aufgebraucht, als er starb. Mhm. Und wer nimmt schon an, er stirbt mit 42. Ja, ja, das heißt, klar. Er hätte irgendwann mal ein Problem gehabt. Ja. Also richtig toll. Nee. Das ist, aber er hatte zumindest, als er jung war, er hatte Gelegenheit, Theologie zu studieren, ohne dass er Pfarrer werden musste. Ja. Er konnte schreiben, ohne dass er darauf angewiesen war, dass er das auch verkauft. Also das war schon, sagen wir mal, eine etwas privilegierte, ein gutes Sofa, von dem aus sich über existenzielle Fragen ganz anders nachdenken ließ, als wenn, es wäre ihm sicherlich ganz anders gegangen, wenn die Welt an ihn herangetreten wäre und was von ihm gewollt hätte. Ja, ja. Ja, schlicht und ergreifend, hör mal, du musst deinen Lebensunterhalt irgendwie verdienen, dann wären vielleicht viele von den verzweifelnden Gedanken nicht derartig aufgetaucht. Also ich denke schon, dass die Umstände, wie Feuerbach hat gemeint, man isst, was man isst, aber man denkt natürlich auch, wenn man nicht ans Essen und Trinken denken muss, also an die Beschaffung davon, hat man sicherlich eine andere Gedankenwelt, als wenn man pausenlos dahinterher ist, wie halte ich mich oder sogar meine Familie vor allen Dingen über Wasser. Oh Gott, ja. Also eines, was bei dir so gerade anklang, Pfarrer werden. Ja. Das wäre für ihn das Allerletzte gewesen. Also von ihm gibt es da, also er war ein richtiger Hasser der Staatskirche. Also er hat die dänische Staatskirche gehasst. Also er hat geschrieben, wenn der Staat 1000 Personen zur Abschaffung der Religion anstellen würde, ich paraphrasiere das, dann wäre das doch etwas, was uns wundern würde. Ja? Aber es wäre noch besser als das, was der Staat jetzt macht. Er stellt nämlich 1000 Personen zur Förderung der Religion an, nämlich die Pastoren. Mhm. Und die tun genau das Gegenteil, indem sie nämlich in Staatesdiensten diese Art von Verrichtung machen. Wo doch jeder weiß, sie tun das eigentlich nur um des Geldes willen. Ja. Also der hat das so abgelehnt, dass man sagen kann, also, er war letztlich in der Konsequenz der Religionskritik, der praktizierten Religionskritik, noch schärfer als Feuerbach. Ja. Ich meine, der Feuerbach ist dem Klerus nicht an die Klamotten gegangen, aber der Kierkegaard, der hat ordentlich vom Leder gezogen. Ja, also wir haben es hier mit zwei Herren zu tun, Feuerbach und Kierkegaard, die auf ihre Art und Weise mit Hegel und seinen Gedanken umgegangen sind. Feuerbach, den eigentlich alle nur kennen als richtigen, starken Kritiker der Religion, wurde auch als frommer Atheist bezeichnet, weil er viel von dem zusammengezogen hat in seiner Philosophie, was eigentlich in eine Religion gehört. Gemüt, Fantasie, Herz und Liebe. Auf der anderen Seite Søren Kierkegaard, der an sich selbst möglicherweise verzweifelt ist und keinen Trost gefunden hat in dem, was ihn Religion anzubieten hatte. Im Grunde genommen sind beide, zumindest für mich, Paradebeispiele dafür, wie Menschen in einer verweltlichten Gesellschaft mit religiösen Inhalten umgehen. Völlige Ablehnung, völliges Daraufstürzen und dann enttäuscht sein. Es wird uns am Ende in unserem Leben nichts anderes übrig bleiben, als Selbstentscheidungen zu treffen. Die Philosophie kann uns hier und da und dort einen Tipp geben, aber wie wir mit Gott umgehen, das bleibt uns selbst überlassen. Gott sei Dank. Hört, hört.